herzlich willkommen auf der Programmbühne von Coffee Symposium Digital. If this is tea, bring me coffee. If this is coffee, bring me tea. So kommentierte Sir Winston Churchill sein Kaffee oder sein Tee, besser gesagt, in Frankreich. Das wäre eben nicht passiert. Genau darum geht es nämlich jetzt. Beim Kaffeeblatttee hätte er das nämlich nicht gesagt. Darum geht es jetzt in den nächsten 25 Minuten. Denn Kaffeeblatttee kombiniert das Beste aus beiden Welten. Also es gibt Koffein, aber keinen diesen Langzeiteffekt von Kaffee. Also ich muss sagen, es wäre perfekt für mich. Ich liebe nämlich schwarzen Tee. Ich habe es noch nicht ausprobiert und bin sehr gespannt, was uns da jetzt die beiden, die diesen Slot hier durch diesen Slot führen, darüber erzählen. Und zwar schalten wir gleich zu Dr. Steffen Schwarz vom Coffee Consulate, einem Schulungs- und Forschungszentrum, wo man alles rund um Kaffee lernen kann, zum Beispiel auch die berühmte Latte Art. Und er gilt wirklich weltweit als Kaffee-Koryphäe und jetzt schalten wir zu ihm. Herzlich willkommen, Dr. Steffen Schwarz. Wir fangen jetzt an mit unseren Vorträgen und haben als erstes hier aus dem Bereich der Coffee Byproducts, der Kaffee-Nebenprodukte, was ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Pharma ist, denn so kommen sie zu einem nachhaltigen Arbeiten, weil sie tatsächlich nicht nur den Kaffee, sondern auch weitere Produkte der Kaffeepflanze verarbeiten können, zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Unser erster Redner ist Dr. Jörg Ricke-Zapp, der uns ein bisschen in das Thema Kaffeeblatttee einführen wird. Er selbst ist ein sehr, sehr großer Kaffeeliebhaber mit einer hohen Teeaffinität, besitzt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Er ist Chemiker, seit vielen Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig. Ja, herzlich willkommen zum Coffee Symposium Digital. Wir fangen jetzt an mit unseren Vorträgen und haben als erstes hier aus dem Bereich der Coffee Byproducts, der Kaffee-Nebenprodukte, was ein sehr, sehr wichtiges Thema für die Pharma ist, denn so kommen sie zu einem nachhaltigen Arbeiten, weil sie tatsächlich nicht nur den Kaffee, sondern auch weitere Produkte der Kaffeepflanze verarbeiten können, zu einem nachhaltigen Wirtschaften. Unser erster Redner ist Dr. Jörg Ricke-Zapp, der uns ein bisschen in das Thema Kaffeeblatttee einführen wird. Er selbst ist ein sehr, sehr großer Kaffeeliebhaber mit einer hohen Teeaffinität, besitzt einen wissenschaftlichen Hintergrund. Er ist Chemiker, seit vielen Jahren in der pharmazeutischen Industrie tätig, seit 15 Jahren ein bekennender Liebhaber von Spezialitäten Kaffee und betreibt selbst seit 13 Jahren verschiedenste Projekte in Ursprungsreisen in Kaffeeländer, wo er dann für die Industrie und in verschiedenen Forschungsprojekten tätig war. Er selbst ist jetzt auch kurz davor, ein eigenes Consulting-Unternehmen zu gründen im Bereich Research and Development im Bereich Kaffee. Wir freuen uns auf den Vortrag zum Thema Kaffeeblatt von Dr. Jörg Ricke-Zapp. Ja, vielen Dank für die kurze Einführung, was meine Person betrifft. Ich freue mich, heute hier zu sein. Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde heute über das Thema Kaffeeblatttee sprechen. Dass Getränke an sich immer spannend sind und dass die perfekte Qualität immer einen großen Genuss bringt. Dass es hier also gar nicht darum geht, sich darum zu streiten, ob man jetzt ein Kaffeetrinker ist oder ein Teetrinker und dass das im Grunde genommen durchaus der falsche Gedanke ist und dass Tee eigentlich ganz traditionell in den Bereich Kaffee, in den Bereich Kaffeepflanze gehört. Ich gebe eine kurze Übersicht über die Punkte, die ich so ein wenig berühren werde in dieser kurzen Zeit. Zunächst einmal kommen wir zur Historie.
Da werden wir sehen, dass Getränke wie Amertassa und Kati schon sehr lange existieren, dass also das Kaffeeblatt eine gute Tradition hat. Ich werde dann übergehen zum Thema der aktuellen Entwicklung, weil in der EU ist der Kaffeeblatttee erst kürzlich angekommen. Ja, das ist auch eigentlich ein guter Aufhänger, einen solchen Vortrag zu halten. Ich werde etwas zur Zubereitung sagen, ich werde etwas zur Sensorik des Getränkes sagen. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben wir einige gegebenenfalls auch das Taste-Kit erworben und können sich dann selber überzeugen, wie so ein Kaffeeblatttee schmeckt. Aber ich möchte das auch denjenigen, die das noch nicht kennen, durchaus vorstellen. Ich werde dann etwas sagen zum Potenzial, und zum einen möchte ich mich auf das Thema Potenzial auf der Kaffeefarm beziehen und zum anderen natürlich auf das Potenzial dieses Getränks oder gewisser Getränkekombinationen im Coffee Store. So, fangen wir ganz vorne an. Kaffeepflanze. Wenn man einer Kaffeepflanze gegenübersteht, dann wird einem nicht grundsätzlich einfallen, den Samen zu isolieren, zu rösten, zu mahlen und einen schönen Kaffee aufzubrühen. Wenn man davor steht, wird man sagen, was habe ich hier? Ich habe die Kirschen. Das sieht schon mal attraktiv aus, die würde man schon mal probieren. Das machen so ziemlich alle Tiere auf der Farm. Und die wissen auch, wann die Kirsche reif ist. Und das weiß der Mensch eigentlich auch. Und im Grunde genommen ist das ein guter, süßer Genuss. Und das Interesse würde sich beim Menschen vielleicht noch auf die Blätter setzen. Die könnte man jetzt kauen, die könnte man irgendwie im Zweifelsfalle auch rauchen. Das hat sich alles irgendwie nicht bewährt. Also das Wissen ist schon da. Aber das haben ja auch unsere Vorfahren und die Menschen, die mit Kaffee konfrontiert waren, durchaus auch alles gemacht. Und daraus sind Getränke entstanden. Aus den Blättern ist der Amertassa entstanden, also getrocknete Blätter aufgebrüht oder getrocknete Blätter geröstet und dann aufgebrüht. Der Kati, das ist in Afrika, zum Beispiel in Äthiopien, heute noch alles da. Ja. Die Kirschhaut kann man auch durchaus trocknen, daraus macht man den Kischer. Die sogenannte Cascara ist durchaus eine ganze Zeit lang im Spezialitäten-Kaffeebereich ein Handelsprodukt gewesen, wird aber jetzt natürlich durch die Tatsache torpediert, dass dieses Getränk, der Kischer in der EU, nicht anerkannt ist, nicht gelistet ist und sie das eigentlich nicht in Verkehr bringen dürfen. Ja. Kommen wir also gleich zum Thema EU. Wo bin ich denn jetzt hier? Wir haben hier eine Durchführungsverordnung der EU und man sieht schon gleich, dass sich das ein wenig ins Beamtendeutsch zieht. Wir haben also jetzt hier offiziell die Ankunft des Kaffeeblatttees in der Europäischen Union. Das liest sich alles sehr schön sperrig. Und wer Interesse daran hat, diesen Text noch weiter zu verfolgen, kann das gerne mit dem entsprechenden Link, der hier angegeben ist, tun. Das ist alles nicht so spannend. Das ist halt nur aus dieser Sicht her spannend, dass wir jetzt auch in der EU Kaffeeblatttee konsumieren können und dürfen, dass wir dieses Produkt einführen, dass wir dieses Produkt anbieten dürfen. Ja. Und das ist eine sehr wichtige Sache grundsätzlich, wiewohl die EU durchaus vom Alter her sehr stark hinter dem Produkt Tee oder auch hinter dem Produkt Kaffeeblatttee zurücksteht. Der ist nämlich schon ein wenig älter. Die Frage ist jetzt, welche Optionen hat der Kunde aktuell? Der Kunde hat aktuell die Option, das einzige am Markt befindliche Produkt im Bereich Kaffeeblatttee zu erwerben. Sie haben die Möglichkeit, dieses Produkt zu verkosten. Und da geht da zunächst einmal die Frage
wie bereite ich ein solches Produkt zu? Der Kaffeetrinker ist vielleicht nicht so ganz tee-euphorisch, deshalb habe ich das hier nochmal ein wenig zusammengefasst. Es gibt grundsätzlich zwei mögliche Formen der Teezubereitung. Ja, ganz grob die europäische. Die ist auch auf der Verpackung sehr schön angegeben. 2 Gramm von dem Tee werden mit 0,2 Liter Wasser bei 95 Grad extrahiert. Das Ganze über 4 Minuten. Das gibt eine schöne balancierte Tasse. Das entspricht so ein wenig dem europäischen Tee-Geschmacksbild der meisten Menschen. Aber es gibt natürlich aktuell einen sehr großen Sturm auf asiatische Tees. Und man bewegt sich auch in Europa hin zur asiatischen Teezubereitung. Am Beispiel des Sencha-Tees habe ich das hier auch einmal aufgeführt. Man nimmt 10 Gramm der Blattmasse, nimmt 0,18 Liter Wasser und extrahiert 1,5 Minuten bei 85 Grad Celsius. Das ist also ganz, ganz typisch eine kurze Extraktionszeit, eine sehr hohe Pulvermenge. Und das intensiviert natürlich das Kaffeeblatt-Tee-Erlebnis auch sehr stark. Das heißt, hier treten die Aromen nochmal sehr stark in den Vordergrund. Und man hat den großen Vorteil, dass man bei dieser Zubereitung den Tee mehrfach aufgießen kann. Also Sie können locker 3, 4 oder 5 Aufgüsse machen und sich dann entscheiden, ob Sie den ganz starken Aufguss im Zweifelsfalle verwerfen, wenn Ihnen das nicht passt. Aber Sie sollten nicht den Fehler machen, nach dem ersten Aufguss aufzugeben. Ja. Kommen wir zur Sensorik des Produktes. Wir haben einen sehr, sehr guten Körper beim Kaffeeblatttee. Ja. Ich werde auch durchaus darauf hinweisen, dass im Gegensatz zum Tee der Kaffeeblatttee quasi keine Bitterkeit hat. Also ein klassischer schwarzer Tee hätte immer einen gewissen bitteren Fußabdruck. Das findet man beim Kaffeeblatttee im Grunde genommen gar nicht. Dadurch kommt die Süße sehr schön durch und man bekommt ein sehr angenehmes Mundgefühl mit diesem schönen Körper zusammen. Und es entwickelt sich halt ein Aroma, was sehr, sehr floral ist. Es erinnert wirklich an Blüten. Und das Ganze ist somit ein wirklich spannendes Produkt, weil es halt eine außerordentliche Aromatik hat und eine außerordentliche Harmonie bringt. Und damit kommen wir schon zum Potenzial. Das, was wir jetzt hier gesehen haben, das, was wir an den Markt gebracht haben, ist eine Art Basisprodukt. Das ist von der Verarbeitung grundsätzlich eher ein wenig industriell, wenn man die klassische Teeverarbeitung referenzieren würde. Wir befassen uns durchaus auch mit etwas aufwendiger gemachten Teeprodukten, die eher orthodox erzeugt werden. Aber wir sind bei der Verarbeitung, obwohl wir da schon ein paar Jahre üben und proben, durchaus noch ein wenig entfernt vom klassischen Tee, wenn man sich ansieht, wie also hier die Blätter verarbeitet sind bei einem hochwertigen Darjeeling-Tee, dann sieht man, es gibt noch eine Menge Potenzial, das Produkt aufzuwerten, das Produkt weiterzuentwickeln. Und wie hier schon beschrieben ist, es gibt viele traditionell bekannte Teeverarbeitungsformen, die man nutzen kann. Und man kann also eine wirklich deutlich bessere sensorische Diversität noch erzielen, indem man halt das Produkt Stück für Stück mit den entsprechenden Farmern entwickelt. Aber schon das Basisprodukt ist spannend. Schon das Basisprodukt hat alle die Ecken und Kanten der klassischen Teeabfallprodukte, die normalerweise in Teebeuteln abgefüllt werden, nicht mehr. Ja. Der Rohstoff ist witzigerweise auf jeder Farm präsent. Denn wir reden ja über die Blätter.
Wir reden darüber, dass wir das Blatt verarbeiten, was bis jetzt eigentlich im Grunde genommen niemand angesehen hat, was man so als pflanzlichen Abfall gesehen hat. Und wir haben ein unglaubliches Vermarktungspotenzial in diesem Rohstoff. Wir haben also keinen Abfall, wir haben keine Biomasse, sondern wir haben wirklich ein Produkt. Und das Produkt ist auch sehr nah daran, fertig zu sein. Unser Tee ist jetzt in Indien produziert. In Indien gibt es ein gutes Know-how für die Teeproduktion. Aber in der Kaffeeregion im Süden Indiens ist die Qualität der dort angebauten Tees eigentlich nicht wirklich relevant für den Spezialitätenmarkt. Und interessanterweise ist die Diversität in dem Kaffeeblatttee größer als die Diversität in den Tees, die dort aktuell neben der Farm angebaut werden. Und die Teeverarbeitung erfolgt natürlich in der entsprechenden Teefabrik. Und bewegt sich im klassischen eher im CTC-Rahmen. Das heißt, das Produkt, was wir jetzt hier haben, hat wirklich die Möglichkeit, Stück für Stück zu wachsen und in alle möglichen Bereiche noch zu gehen. So, zurück zum Thema Farm. Also wir haben das Potenzial einer ganzjährigen Erwerbsquelle beim Farmer. Und der Farmer kann natürlich grundsätzlich auch seine Trocknungskapazitäten außerhalb der Kaffeesaison nutzen, um Tee zu produzieren. Ja? Er kann also Blätter orthodox trocknen. Ja? Und die Fläche ist da, die Pflanzen sind das ganze Jahr über grün. Und soweit die Pflanzen zugänglich sind, ist das Produkt verfügbar. Wir haben festgestellt, nachdem die EU das Thema Kaffeeblatttee grün gestempelt hat, dass die Getränkeindustrie mit den Hufen scharrt. Ja, die würden Ihnen also jedes Balkprodukt als Koffeinquelle abnehmen. Ganz einfach aus dem Grund, dass sie ein natürliches Produkt haben und dieses natürliche Produkt darf mehr Koffein in den Energy-Drink bringen. Das heißt, egal was sie tun, egal welche Qualität sie erzeugen, sie können alle ihre Qualitäten am Markt verkaufen, weil es quasi kein Kaffeeblatt gibt. Interessant und spannend für uns ist allerdings immer nur eine erste Qualität zu erzeugen, die in den Bereich des Spezialitätentees geht. Ja, einfach zu sehen, dass man sieht, welche Blätter verarbeite ich jetzt, welche Varietäten gucke ich mir an, verarbeite ich nach Varietät getrennt. Ich habe verschiedenes Terroir, ich habe in Indien wunderbare Beschattung der Kaffeepflanzen. Ich habe in Brasilien die Pflanzen in der Sonne stehen. Allein dadurch wird schon sehr, sehr viel Diversität erzeugt und wir bekommen eine ganze Reihe wirklich spannender Produkte. Alleine die Verarbeitung verschiedener Canephora-Blätter versus Arabica-Qualitäten bringt hier schon wirkliches Potenzial und bringt spannende Veränderungen in der Tasse. Kommen wir zum Coffee Store, kommen wir in den Bereich Europa und Kaffeeausschank in entsprechenden Läden. Da gibt es immer so das Thema Tee versus Kaffee und es ist immer ganz gut, neben einer Tasse Kaffee auch einen Tee anbieten zu können. Der Tee hat immer diesen großen Vorteil, sie haben eine gleichmäßige Koffeinfreisetzung im Körper versus so einem Kickstart in den Tag mit dem Kaffee. Aber der Kaffee rumpelt natürlich so ein bisschen wie so ein Zweitakter. Der Tee ist halt sehr schön gleichmäßig, gibt immer Energie und schmeckt durchaus auch recht interessant und gut. Und Tee ist halt hier in diesem Fall Kaffeeblatttee und Kaffeeblatttee bietet sich an im Sommer ausgewogene, erfrischende Getränke zu machen. Das können Limonaden sein, das können Eistees sein und das können ganz neuartige Kaltgetränke sein. Und der Witz dabei ist, dass man aus dem Teeportfolio, was man soweit hat, so etwas natürlich bekommt mit dem gleichen Namen, aber nicht mit der gleichen sensorischen Qualität.
Denn der Kaffeeblatttee hat diese Bitterkeit nicht, der bringt keine Ecken rein ins Getränk, sondern er fügt sich wirklich sehr gut mit Früchten zusammen und bietet einen wirklich neuen, interessanten Genuss. Und das wird im Coffee Store sicherlich im Sommer eine sehr gute Einnahmequelle sein. So, nochmal so ein bisschen als Resümee. Sie sehen hier die frischen Blätter. Auch unter dem Aspekt, was können Beiprodukte des Kaffees leisten. Im Grunde genommen sind die Blätter weder Biomüll noch Abfall noch ein Beiprodukt. Die Blätter sind wirklich hier in diesem Sinne ein Premiumprodukt, wenn man sie richtig handhabt und richtig verarbeitet. Und ich plädiere dafür, dass jeder sich mit dem Thema Kaffeeblatttee auseinandersetzt und diese neue Aromatizität, diese neue Balance im Getränk erlebt, entdeckt und für sich nutzbar macht. Ja, vielen Dank. Ja, viele liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben nun viel über die Kaffeepflanze und auch die alternativen Verwertungsmöglichkeiten und das enorme Potenzial des Kaffeeblatttees erfahren. Und es sind bestimmt auch einige Fragen aufgekommen. Die können Sie weiterhin bei uns in den Chat stellen. Und die werde ich jetzt gleich an Herrn Dr. Rieke Zapf stellen. Der ist nämlich live bei uns dabei. Und es sind auch schon ein paar Fragen eingetroffen. Herr Rieke Zapf, wo kann ich als Gastronom das Produkt am besten beziehen? Direkt beim Erzeuger, wie auch bei den Bohnen? Aktuell können Sie den Kaffeeblatttee natürlich über Coffee Store -Amarella kaufen. Also direkt beim Erzeuger können Sie den natürlich noch nicht bestellen. Okay. Dann kam auch noch eine Frage zu den Kaffeeblatt-Teesorten. Gibt es da auch Unterschiede? Gibt es verschiedene Sorten, wie auch bei den Bohnen? Ja, es besteht die Möglichkeit, verschiedene Sorten zu machen. Das ist auch angedacht, solche Produkte Stück für Stück an den Markt zu bringen. Aktuell gibt es ein Bulk-Produkt. Und es wird an Alternativen gearbeitet. Das Produkt, so wie es jetzt da ist, ist es quasi wie ein Kaffee. Ja. Und was zur Kaffeeblatternte? Welche Tipps gibt es denn zur Kaffeeblatternte? Welches Reifestadium ist da empfehlenswert? Können Sie da ein paar Insights zu geben? Muss das Blatt zum Beispiel zerkleinert werden, ist hier die Frage. Das heißt, pulverisiert werden oder in welche Konsistenz muss das Blatt gebracht werden? Ja, also man sieht es ja schon an den Bildern im Vortrag, dass die Kaffeeblätter eine gewisse Größe haben. Also wer mal sehr gute Tees gesehen hat, weiß, dass die Teeblätter gegenüber einem klassischen Kaffeeblatt schon relativ klein sind, die man erntet für einen orthodoxen Tee. Und selbst die werden ja schon gebrochen. Ne? Es ist ja auch so zum Start der Fermentation, dass man die Blätter allgemein dann erstmal aufbrechen muss, damit was passiert. Welche Kaffeeblätter man jetzt nimmt, also man ist jetzt nicht darauf angewiesen, jetzt sagen wir mal ganz frische Triebe zu nehmen. Es ist immer so ein bisschen Know-how und die Frage, des Ausprobierens. Also man darf wirklich gerne mit allen Blattformen am Kaffeebaum arbeiten. Was man eher nicht nehmen würde, wären natürlich Blätter, die zum Teil schon angetrocknet sind. Also die sollten schon einen gewissen Feuchtigkeitsgehalt haben und schön grün sein. Und ansonsten muss man sich dann natürlich ein wenig durcharbeiten, was jetzt sensorisch das Beste ist. Also alle Geheimnisse kann ich hier nicht verraten. Genau, da auch nochmal eine Frage zu den verschiedenen Sorten, ob es einen Geschmacksunterschied zwischen Arabica und Canephora-Blättern gibt. Können Sie da auch noch ein bisschen was dazu sagen? Ja, ich
Ich denke mal, die Grundtendenz ist beim Kaffeeblatt sehr ähnlich, aber die Nuancen sind dann natürlich zwischen den einzelnen Varietäten unterschiedlich und auch zwischen den einzelnen Aufbereitungsformen. Es ist jetzt nicht so, dass man das vergleichen kann mit, wie schmeckt eine Tasse Canefora-Kaffee und wie schmeckt eine Tasse Arabica-Kaffee. Ne? Also die Tees sind dann schon eher näher beieinander. Und wir haben halt auch eine sehr hohe Diversität über die Frage, auf welchem Boden steht die Pflanze und ist die Pflanze das ganze Jahr beschattet oder steht sie in der Sonne. Aber klar, die ersten Versuche, die wir gemacht haben mit unterschiedlichen Canephora-Varietäten, ergeben schon ganz andere Geschmackserlebnisse. Also da würde es wie beim Kaffee eine sehr hohe Diversität geben. Das ist sehr spannend, auch als, für mich als Teetrinkerin, aber auch natürlich Kaffeeliebhaberin. Jetzt gibt es momentan keine weiteren Fragen mehr, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Stellen Sie weiterhin noch fleißig Ihre Fragen. Ansonsten sind der Herr Dr. Rieke Zapp und auch der Herr Schwarz die ganzen Tage über beim Coffee-Symposium hier auf der Intergastra digital stehen für Fragen zur Verfügung. Und da können Sie noch weiterhin Ihre Fragen stellen. Ja, Herr Schwarz, haben Sie vielleicht auch noch ein paar Fragen oder interessante Einblicke für den Herrn Rieke Zapp? Können Sie sich da noch ein bisschen, haben Sie noch eine Frage? Weniger eine Frage, vielleicht noch ein Kommentar zum Thema der Coffee Byproducts im Generellen. Es ist ja so, dass die Zulassung, es ist ja nun die erste Zulassung, die, wie wir gehört haben, erfolgt ist für Kaffee-Nebenprodukte oder Coffee Byproducts, eben für den Arabica und den Canephora erteilt wurde. Witzigerweise, es gibt ja nicht nur diese zwei Arten, es gibt ja 250 Arten Kaffeepflanzen und es ist ein bisschen absurd, wenn man diese Zulassung nun liest. Das wäre so, wie wenn Sie sagen, wir diskutieren darüber, ob Äpfel gefährlich sind und dann kommt man irgendwann auf die Idee, dass man zwei Äpfel, zum Beispiel ein Golden Delicious und ein Boskop zulässt und man fragt sich dann, was ist zum Beispiel mit einem Bärlepsch. Das ist also ziemlich interessant, denn der Geschmack zum Beispiel vom Liberica ist wirklich exzellent. Der Liberica, den kennt halt immer kein Mensch. Das ist genau das Problem. Deshalb hat ihn keiner einen Antrag geschrieben. Deshalb wurde er noch nicht zugelassen. ja, also ich glaube, da besteht noch einiges an Nachholbedarf. Da besteht noch viel Potenzial. Da werden wir auch noch vieles sehen in den kommenden Jahren, da bin ich ganz sicher. Und wie der Herr Dr. Rieke Zapp eben schon gesagt hat, es ist ein Anfang, es ist ein erster Meilenstein, es führt vor allen Dingen eben zu einer ganz starken Erhöhung oder Verbesserung der Einkommenssituation der Farmer. Es ist halt wirklich nachhaltig, die haben jetzt etwas, was normalerweise auf dem Boden fällt, ein Dünger wird und können damit etwas machen, was sie auch finanziell weiterbringt. Und das Produkt an sich, wenn es richtig angefangen wird, hat einen tollen Geschmack. Wenn man es falsch macht, hat es einen entsprechend miesen Geschmack. Also auch das hat ein tolles Potenzial. Es geht also von algigem alten Aquarium, wenn es verkehrt läuft. Ich kann mich an die ersten Gehversuche vor ungefähr 8, 9 Jahren erinnern. Da musste man irgendwie wirklich man musste schon hart dran glauben, dass das irgendwie noch geht in gutem Geschmack. Aber es geht tatsächlich, es ist toll. Und das macht dann auch Spaß. Also wie gesagt, es lässt sich halt einsetzen wie ein Tee, hat aber eben eine andere Funktionalität, gerade eben auch einen höheren Koffeingehalt und ist eben trotzdem, was wir schon gehört haben, nämlich so kantig und bitter und öffnet damit, glaube ich, ganz, ganz neue Tore zwischen, irgendwo auch so der Grenze zwischen Kaffee und Tee. Es ist praktisch nochmal so ein dritter Player, der auf dem Markt mit aufgetreten ist. Ja, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herrn Schwarz und vor allem auch Herr Dr. Rieke Zapp für den spannenden Vortrag und auch Ihre Antworten. Wie schon gesagt, unser Coffee Symposium hier bei der Intergastra Digital können Sie noch weitere Fragen stellen an die beiden Kollegen und schauen Sie gerne vorbei. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende diesen Vortrags angekommen. Ihnen wünsche ich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch einen ereignisreichen Tag bei der Intergastra Digital. Vielen Dank, Herr Dr. Rieke Zapp und Herr Schwarz.
Und damit verabschiede ich mich. Bis bald.